Sie meinen? Würdest du Cannabis legalisieren? Nein. Nein! Natürlich nicht. Nein. Nein. Aber mich Marihuana Peace, ne? So einen typischen Joint. Ne? Ja. Ja, alles klar. Nichts anderes. Crystal Meth ist doch Marihuana, oder? Hast du mal Marihuana geraucht? Nein. Cap? Ja. Ja. Nein. Ja. 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 Nein. Einmal. Ja. Ja. Als Nello. Nello hat aber tatsächlich, also Jana hat wirklich erst einmal Marihuana geraucht. Einmal erst. Nicht öfters. Das ist ganz wichtig. Ja. Oha, der ist richtig stolz Wie drauf. Stehst du zur Legalisierung von Drogen? Also von der totalen Legalisierung halte ich erstmal nicht viel. Boring. Also ich habe eine kleine Schwester, bei der ich nicht will, dass sie sich irgendwelche Sachen reinballert. Ich will, dass mein kleiner Bruder sich alles reinballert. Die ihr nicht gut tun. Prinzipiell das finde kommt ich morgen auch im Test dran mitschreiben, Chat. Gleichzeitig aufklären ist eine gute Idee. Kann man da ruhig ein bisschen mehr lockern, aber man sollte nicht komplett alles lockern. Also, dass Alkohol legal ist und Cannabis nicht, macht einfach keinen Sinn. Und deswegen, zumindest das sollte man doch den Leuten noch lassen, oder? Genau. Und keine Mundschutz. Kein Mundschutz. Weg mit dem Mergel, Maulkorb. Möchte ich das nicht so freigegeben haben? Okay, dann kaufe ich es mir weiter am Bahnhof, gestreckt mit Haarspray und dann sterbe ich dran, bitteschön. Ich denke an Kinder, die vielleicht an Sachen rangebracht werden, genau. Was dann hinterher mal böse enden kann. Aber ganz bei mir ist es eine reine Unwissenheit, was überhaupt Drogen angeht. Also legalisieren auf jeden Fall, einfach weil man die Leute von dem Konsum nicht abhalten kann durch Verbote. Und ich glaube, dass man mit der Kriminalisierung. Also ich kiff nicht, weil es verboten ist. Nicht die Droge, sondern die Konsumenten kriminalisiert. Kommt auf die Drogen drauf an. In erster Linie bin ich aber für die Entkriminalisierung von Drogen. Da stehe ich offen. Also wie Cannabis und so bin ich voll und ganz dafür. Was mit anderen Substanzen bin ich sehr zwiegespalten. Aber Cannabis sollte auf jeden Fall freigegeben werden. Ich sag auch, ich finde Cannabis, Heroin und Crystal. Das sind drei ungefährliche Drogen. Die kann man auch tatsächlich vergleichen. Die sind absolut harmlos. Und ich finde, alle drei Drogen sollte man öffentlich im Einzelhandel kaufen können. Koks ist gefährlich, aber Crystal und Heroin und klar natürlich auch Cannabis sind sehr ungefährlich. Comedy auseinandergenommen. Du hast verstanden. Religionsbedingt würde ich selbst das auch niemals machen und ich würde es auch niemandem empfehlen, auch wenn du einen kurzen Pusher durchkriegst. Mach andere Sachen, mach Sport und deswegen würde ich niemals für Drogen sprechen. Das sind immer die geilsten. Meine Meinung zu Drogen und zur Legalisierung würde ich Drogen insgesamt auf jeden Fall verbieten. Statistik habe ich keine Ahnung, aber man sieht ja, wie viele Menschen tatsächlich alkoholkrank sind. Ja, der InScope. Und ich weiß nicht, ob die Zahl von zum Beispiel Heroinsüchtigen nicht auch hochgeht, wenn man es zur Verfügung stellt. Finde ich eher schwierig so. Aber ich finde schon, dass man eher darauf setzen sollte, die Leute wieder zu resozialisieren, anstatt sie zu bestrafen. Wenn ein Mensch jetzt... Ron Bilecki geht's wunderbar. Ron Bilecki hat kein Alkoholproblem. Der Alkohol hat ein Problem mit Ron. Echte sinnlose De Niro-Gangster-Kuss. Irgendwie damit umgehen kann, sich irgendwas Schlimmes zu spritzen, aber dennoch seinen Alltag hinkriegt, sagen wir Familie, Job und alles auf die Reihe kriegt, dann ist es halt für diese Person so. Wir sind alle Individuen. Ja, schwierig, weil das ist ja meistens nicht der Fall. Das mag ja anfangs so wirken, aber jetzt, also zu sagen, Heroin ist nice, so. Alkohol wird auf eine ganz andere Stufe gestellt, wie zum Beispiel Cannabis. Und Antoni hat noch nie damit gekifft. Wird Cannabis auf eine ähnliche Stufe gestellt wie Heroin. Bitte? Was? Und ich finde, dass man das schon nochmal differenzieren könnte. Ja, ich denke mir, das wäre ganz gut, wenn das kontrolliert abgegeben würde. Finde ich wichtig. Richtig. Ja, könnte man einführen. Legal. Der sah aus wie Michael Schumacher. Hä? Das ist doch Michael Ballack oder Michael Schumacher, oder? Hä?
Der sieht aus wie Michael Ballack und Michael Schumacher als eine Person. Oder bin ich jetzt Lost Chat? Hä? Das ist der doch. Das ist doch der Sohn von Michael Ballack Schumacher. Legalisierung nicht, Entkriminalisierung ja. Ich glaube, es ist immer ein guter Weg eigentlich. Ich glaube, was so harmlos in Anführungszeichen Drogen angeht, bin ich dafür. Alkohol jetzt legalisiert ist oder Gras, ist alles dasselbe. Zum Beispiel, Die Legalisierung von Cannabis würde, glaube ich, Deutschland auf jeden Fall gut tun, einfach weil man es dadurch mehr kontrollieren könnte. Steuereinnahmen. Man hat Steuernding und es fehlt einfach noch ein bisschen an Aufklärung, würde ich sagen, dazu. Also generell um das Thema so, also Legalisierung generell, ich finde, da muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen Aufklärungsarbeit gemacht werden, weil diese ganzen... Vom Sohn von Michael Ballack zu reden, ist vielleicht etwas unpassend. Ja, true. Das habe ich gerade auch im Chat gelesen. Ja. Ältere Leute, die sagen nein, die haben meistens auch keine Argumente, außer dass es schlecht ist. Ehrlich. Was steht auf Janas Kette? Love, lick, pussy. Lachen, lecke Vagina. Lachen, lecken Vagina. Lachen, lecken Vagina. Ist es eine Aufforderung? Soll ich vorher quasi lachen? Oder ist es dann so, dass ich währenddessen quasi lachen soll? Und dann steht da nochmal Love, Lick. LLP Gang. Ehrlich? Ich finde nicht, dass sie legalisiert werden sollen, weil dann noch mehr Drogen nehmen. Ich habe schon relativ viele Erfahrungen mit Drogen machen können, habe sehr lange auch gekifft, habe da auch aufgrund von gestrecktem Gras auch die ein oder andere negative Erfahrung machen müssen. Was man hätte vorbeugen können, wenn der ganze Stuff getestet und legalisiert wäre. Ja, Bro, imagine, man schiebt Lachkick währenddessen. Wie weird. Das ist sicher eine Angelegenheit für Menschen, die auch dauernd Schmerzen haben, wo Cannabis und ähnliche Teile davon auch heilende, schmerzlindernde Wirkung haben. Und ich bin soweit positiv, wenn das kontrolliert verabreicht wird. Glaubst du, die Legalisierung hat positive Auswirkungen auf die Jugendlichen? Ja, würde ich auch tatsächlich sagen, weil, also, wenn man einfach sagt, ab 18 ist Weed und das Weed, was im Umlauf ist, ist dann tatsächlich staatlich geprüftes, reines Gras, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man halt irgendeine Scheiße raucht, relativ gering. Oder von mir ist 21 oder man kann auch sagen 23. Also, allein der Sicherheit des Konsumentens ist auf jeden Fall, glaube ich, gepaart mit einer großen Aufklärungskampagne sicherlich die Legalisierung der richtige Weg für interessierte Konsumenten auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, weil dadurch dann auch ein Jugendschutz in Kraft tritt. Momentan kann nun mal jeder einfacher an Gras als an Alkohol kommen, weil der Dealer macht da keine Unterschiede. Mhm. Ja, ich glaube, die Kriminalität würde dadurch sinken. Ja, ich glaube schon. Die Jugendlichen, wenn die halt noch nicht alt genug dafür sind, würden die es halt einfach machen, weil die halt denken, yo, wir sind cool, wir kiffen jetzt legal in Deutschland, obwohl wir halt nicht, keine Ahnung, 18 sind oder so. Danny will halt einfach nicht, dass alle kiffen, schade. Also ich glaube, es würde auch viele negative Auswirkungen haben, auf jeden Fall. Da muss halt der ganze Verkauf wirklich kontrolliert werden, aber so einfach kann man das gar nicht kontrollieren. Also wäre eher was Negatives. Dann fühlen sich Jugendliche einfach nicht so, als würden sie was Kriminelles machen und sind einfach von diesem Mindset ein Stück weit weg. Ich glaube schon, dass die Legalisierung positive Auswirkungen hätte, weil sich dann auf gutem und kontrollierbarem Wege die Drogen beschafft werden könnten, ohne dass dann da... Ich will, bis ich 16 bin, drogenabhängig werden. Das ist jetzt mein Ziel. Danke, Revi. Ja. Das ist doch gut, dass du Ziele hast. Irgendwelche Substanzen drin sind, die da nicht reingehören. Und deswegen finde ich das gut. Also ich weiß halt, dass die Jugendlichen trotz dessen, dass es nicht legal ist, an das Zeug kommen. Und ich habe auch schon viel Shit mitbekommen, an was für Zeug die kommen. Meinungen, ist das alles schon bestätigt? Anderen, wenn das die, ja, doch, ich glaube schon, wenn es besser kontrolliert wäre, wäre besser. Ja. Also ich denke, dadurch, dass dann mehr Aufklärung betrieben wird, wäre es, denke ich, schon positiv, ja.
Positive und negative. Kommt auf den Jugendlichen drauf an. Und auf die Eltern, auf das Umfeld, auf alles. Glaube ich nicht, weil der Mensch sich in den Jahren der Jugendlichkeit entwickelt, der Geist entwickelt sich, die Psyche entwickelt sich. Du bist ja eigentlich quasi erst psychisch erwachsen zwischen 21 und 24. Wenn du vorher was konsumierst, hat das auf jeden Fall Einfluss auf deine Entwicklung und dein Verhalten, deine Verhaltensweisen. Und das merke ich dann auch bei vielen Leuten, die früh angefangen haben zu konsumieren. Deswegen würde ich auf jeden Fall nichts vor 21 legalisieren lassen. Same. Und denkst, die Menschen, die Zeit geben, sich frei zu entwickeln, maybe ohne Einfluss von Drogen. Maybe nächste Legislaturperiode schon, wer weiß. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen und den Kanal zu abonnieren, um keines der kommenden Videos zu verpassen. Dass Dave Cannabis geraucht hat, ist jetzt neu. Geil, sehr gut. Bloodrune, Dankeschön.